Hi ho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock. Ja, das letzte Mal habe ich dann irgendwann nicht mehr richtig gepeilt, wo es weitergeht. Das heißt, wir werden uns jetzt mal damit beschäftigen, den Weg weiterzusuchen. Deswegen erneuern wir erstmal unser Licht. Und ja, hier kann es nur da reingehen, weil alles andere war ja, um eben hier reinzukommen. Und ja, hier müsste es dann irgendwo mal weitergehen. Hier sehen die Wände anders aus, also sind eben die grauen Wände hier nur anders gefärbt. Und hier ist halt auch so ein leuchtendes Funkeln, aber eben nicht das leuchtend grüne Funkeln, was wir für den Gartentransport brauchen, den wir hier, glaube ich, drin haben. Genau, Gaia's Gateway. Dafür bräuchten wir 20 Earth Magic. Das heißt, darauf werde ich mich mal ein bisschen fokussieren. So, hier geht's hier runter. Da will ich jetzt erstmal nicht runter, weil ich möchte noch mal kurz hier hingucken. Genau, hier wäre ein Gaia's Garden Teleporter, die wir benutzen könnten mit dem Zauber, laut jedenfalls laut Beschreibung. Nur alles andere. Hier möchte ich mich noch mal umgucken. Hier war die Bibliothek, wo wir den Schlüssel bräuchten, den wir immer noch nicht haben. Wir haben nur zwei Helden, die Hunger kriegen. Ja, Essen ist auch so eine Sache. Genau, hier wäre das Schlüsselloch. Da würde wahrscheinlich hier irgendwas aufgehen. Jedenfalls der Flussrichtung nach würde ich das urteilen. Nur, dass hier einfach nichts ist. Und ich hier auch in den Bücherregalen eben nichts gefunden habe. Was irgendwie leuchtet und funkelt. Oh, Tome of Spirituality. Willpower plus 1. Ja gut. Das Buch hatte ich übersehen. Haben wir jetzt eingesammelt. Und die Säule ist halt massiv. Genauso wie das Fenster hier. Und die Säule hier. Gut, das hätten wir jetzt hier geklärt. Die Dinger hier sind alle giftig. Die Brunnen. Also wenn wir Gift bräuchten, würden wir das wahrscheinlich hier irgendwo kriegen. Sehe ich nur leider zurzeit nicht, wo wir ein Gift bräuchten. Ja, den Goblet kommen wir nicht dran und da drüben an den Einsturz kommen wir auch nicht ran. Wie erreicht man das hier? Ach, indem man hier runterfällt. Okay. Genau, hier drin war auch nichts von Bedeutung gewesen. Da ist der Raum mit dem blauen Kristall, wo wir gleich nochmal speichern können. Und ja, hier war die Schmiede. Mit der tollen Rumpelkammer, die wir gesehen hatten.
Und der Kiste, die ich irgendwie übersehen hatte. Also ja, egal was man hier machen muss. Wahrscheinlich müssten wir das Erz transformieren oder so. Aber den Transformierungszauber, den können wir nicht anwenden, weil wir dafür bräuchten wir auf einem Magier alle drei Spezialisierungen. Nö. Ja, da steht es auch geschrieben, wir müssten es ändern oder refinern. Nein, da lang wollte ich nicht. So, speichern wir mal beim blauen Kristall. Wo bin ich jetzt? Ach so, da die Treppe nach unten. Ja. Hier geht's durch. Gehen wir auch die Fackel wieder her. Mit den Säulen können wir nichts anfangen. Da war ein Secret versteckt. Und das hier war die Verhöhnung der Watcher. Durch den Teleporter kommen wir hier hin. Oh, das macht hier die Falltür zu. Das hilft doch ein bisschen. Ja, das wiederum hilft jetzt nicht mehr so sehr. Ups, ich habe Federfall vergessen. Und ich höre auf jeden Fall was rumkrabbeln. Ah ja, stimmt. Hier hinter den Dingern hier. Hier wäre nämlich noch ein Teleporter nach oben. Mach mal den an, dass wir schneller hochheilen und nicht so viel Nahrung verbrauchen. Ich hoffe jedenfalls mal, dass wir dadurch nicht so viel Nahrung verbrauchen. Ja. Hier hatte ich damals diese Meldung, dass im Westen sich was getan haben soll. Also nachdem ich hier was runtergenommen hatte. Westen ist ja hier drüben. So, das bringt mich wieder hier oben hin. Das ist okay. Ah. Ich habe es mir fast gedacht, dass dort. Oh, das war die Regeneration. Dass dort der Schalter versteckt sein muss. Jedenfalls habe ich es gehofft. Ernsthaft? Was zur Hölle bin ich jetzt? An noch irgendeinem Ort. Das war jetzt einigermaßen. Grinding Stone in the Distance. Okay, das bringt mich zurück. Das macht hier ein Secret auf.
Eine Schriftrolle, wieder mit einem Haufen Zeug zum Lesen und zwei Mana-Kräutern. Toll, Mann. Es ist unglaublich, wie viele geheime Gebiete von diesem Labyrinth aus betretbar sind. Licht anmachen. Ich konnte 7 zählen, diesen Platz nicht mit eingeschlossen. Wie zur Hölle arbeitest du hier? Wie auch immer, ich habe die Zutat herausgefunden. Um die Energiereserven von jemandem wiederherzustellen. Dies sollte dir helfen, in deinen Forschungen um Zauberstäbe wieder aufzufüllen. Wie geht deine Studien denn eigentlich voran? Du bist so gut in deiner Arbeit mit den Stäben. Ich bewundere dich dafür. Und ich weiß, Master Tyrell wird zufrieden sein. Richtig. Wie auch immer, mische diese Kräuter in eine Potion. Ich denke, sie werden Bloodflower oder so ähnlich genannt. Ich habe ein paar hier gelagert. Für dich gelagert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, mein Liebster. Vala. Ja, gut. Da hat sich jetzt ein Gate geöffnet. Wahrscheinlich das am Eingang. Bingo. Meine Steinchen, die ich da reingeschmissen habe. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Ah ja. Das war falsch. Hier muss ich ja rein. So, jetzt bin ich hier wieder in einem anderen Ort. Da komme ich wieder zurück. Da könnte ich runterfallen und land wahrscheinlich ja hier in dem Raum hier irgendwo. Wie war nochmal der Federfallspruch? Nein, ich bin an einem anderen Ort. Eine Notiz und ein Sack mit noch mehr Kräutern. Oh, und vielleicht haben wir hier auch Gesellschaft. Ein Messer. Peasant's Tunic. Ach so, neues Kraut. Ich bin so ein Feigling, für immer beschämt. Ich bin gerade so dem Gemetzel um entkommen und suche einen Weg durch diese Grubentunnel. Fürs Protokoll keine so gute Idee. Ich habe versucht, Zuflucht hier unten zu finden, nachdem ich gehört habe, dass ein alter Kräuterkundiger hier unten gelebt hat. Manche Leute sagen, er konnte alles heilen. Fast alles heilen. Und ja, die Spinnen sind zu mir gekommen und haben mich mindestens 5-mal gebissen, seitdem ich hier unten war. Glaubt mir, ich habe mich schon besser gefühlt.
Wenigstens konnte ich diese madenverseuchten Schleime abhängen. Nun sieht es so aus, als ob das Gift mein Leben beendet. Ich weiß, ich hätte eine Krankheit mit den Zutaten, die ich habe, heilen können. Ich könnte sogar den größten Heiltrank erschaffen, den man je gesehen hat.